Ich bin Janine und heute lese ich euch etwas aus das magische Armband 1 vor. Das Symbol. Manchmal lernt man jemanden kennen und findet diese Person direkt sympathisch und unglaublich nett. Die Unterhaltungen sind lebendig und doch weiß man, dass es eigentlich nicht so sein darf. Dieses Gefühl, die Schmetterlinge, die sind nicht gestartet, niemals. Doch das, was Maya im Tagebuch ihrer Großmutter entdeckt, ist weit mehr, als sie zunächst glaubt. Die Parallelen sind verblüffend. Dabei passiert mit Maya selbst sehr viel und ihre Gefühle spielen verrückt. Doch was passiert, wenn die Wahrheit ans Licht kommt? Noch bevor Maya stark Jacob Traum sieht, spürt sie ihn schon. Ihr Armband fängt an, sich bemerkbar zu machen. Auch Jacob registriert es. Doch kann er nichts sagen. Zu groß ist die Angst davor, was passieren könnte. Schließlich ist sie seine Schülerin. Und obwohl sich Maya sehr gut in andere hineinversetzen kann, spürt sie die Gefahr nicht, die sie umgibt, bis es zu spät ist. Ihr habt schon gehört, dass Maya ein Tagebuch von ihrer Großmutter gefunden hat. Und für die Schule muss Maya selbst ein Tagebuch schreiben. Und aus dem lese ich euch vor. Ich hatte eine neue Version auf Wattpad geschrieben, veröffentlicht. Und diese habe ich mir jetzt mal auf mein E-Reader gepackt. Und daraus lese ich euch jetzt vor. Viel Spaß. Ah, bevor ich vergesse. Es gibt eine Veränderung. Es ist nicht ganz so, wie es im Buch dargestellt wird, sondern ich habe eine Alternative hinzugefügt. Ein alternatives Ende. Aber hört selbst zu. Viel Spaß. Hallo. Ich musste für die Schule eine Art Tagebuch schreiben und dachte mir, da mein Lehrer, Herr Traum, meine Arbeit mit einer schlechten Note quittierte, stelle ich sie hier rein. Liebe Grüße und ich hoffe, ihr erkennt die Ironie, den Sarkasmus und die versteckten Hinweise. Eure Maya. PS, mein Armband leuchtet schon wieder so seltsam. Das magische Armband, eine Fortsetzung, die eigentlich keine ist. Tag 1. Dann war noch diese Hausaufgabe in Literatur, dämlich nun gut. Ich werde hier nicht irgendeine Kilogrammangabe machen, meinen Kalorienhaushalt analysieren oder ähnliches. Es ist irgendwann nach Mitternacht. Ja, es ist mitten in der Woche. Die Sterne funkeln mir entgegen und der Mond lacht mich an. Ich fühle mich wie eine Nachteule oder wie ein Vampir. Wobei die modernen Vampire ja durchaus auch tagsüber umherlaufen können. Wo wir gerade beim Thema sind. Die Vampire von heute sehen auch viel besser aus als damals. Man vergleiche Dracula mit Edward. Himmelweiter Unterschied. Obwohl ja der neue Vampir echt heiß ist, Jonathan Wayne Myers. Ach ja, ich mag die Buchreihe. Als auch die Verfilmung von Twilight. Hat was von Sehnsucht, Liebe, bis in alle Ewigkeit. Wer wünscht sich das nicht? Schließlich kann sich Bella glücklich schätzen. Sie wird von allen geliebt, egal was sie auch macht. Ihre Mutter liebt sie, ihr Vater will sie beschützen. Edward liebt sie und Werwolf Jacob. Sie ist sowohl bei den Vampiren als auch Werwölfen und Menschen zu Hause. Sie weiß es nur nicht. Es muss toll sein, geliebt zu werden. Habe gerade so ein unglaublich wundervolles Buch einer irischen Autorin gelesen. So traumhaft. Hab viel geweint. Irgendwie kann ich wahnsinnig schnell lesen. Keine Ahnung, wieso das so ist. Werde lieber nochmal Stolz und Vorurteil lesen. Brauche unbedingt was dieser Art. Überlege es vielleicht sogar auf Englisch zu lesen. Habe es auch in beiden Varianten da. Ist bestimmt schwierig. Aber ich würde meinen Horizont dabei erweitern und mal ehrlich, jeder sollte mindestens einmal Austen im Original gelesen haben. Eine beeindruckende Frau. Sie schrieb ihr ganzes Leben über Beziehungen, über die Macht der Liebe, über ihre Eindrücke, über die Etiketten der Gesellschaft, über die Ängste, die Gedanken und das Verlangen, ohne zu sehr ins Eingemachte zu gehen. Nie würde sie über das schreiben, was während der Hochzeit noch geschieht. Genau das macht die Romantik aus. Aber sie schaffte es, nie einen Mann zu binden. Sie hätte durchaus jemanden heiraten können, aber sie wollte nur den einen. Sollte man auf eine Chance verzichten? Gibt es wirklich nur den einen? Ich meine, für Elizabeth Bennet gab es nur den einen. Auch wenn sie von ihrem Cousin auch einen Heiratsantrag bekam. Schauderhaft. Nun gut, es ist mittlerweile schon fast verboten spät geworden, aber meinen Eltern wäre das egal, selbst wenn sie hier wären. Habe mir in den Sommerferien mal den einen oder anderen Horrorfilm angeschaut. Oh je, lieber nicht mehr.
Ist gar nicht so mein Fall. Dann lieber die Vampire anschauen oder mit Supernatural auf Monsterjagd gehen. Was da der Unterschied zwischen Horror und Supernatural ist? Tja, gute Frage. Die Schauspieler sind in der Serie definitiv besser. Solche Filme neigen dazu, zweitrangige Akteure auf die Leinwand zu bringen. Die Serie ist klasse gemacht, mit viel aus der Mythologie. Wenn ich so darüber nachdenke, es gibt wirklich tolle Serien und Filme. Wobei Literaturverfilmungen nicht immer so gut gelingen. Siehe den einen grässlichen Film aus den 80ern, der irgendwie Northanger Abbey darstellen sollte. Wirklich außerordentlich abschreckend. Die Stolz- und Vorteile-Filme, einmal mit Colin Firth und dann mit Keira Knightley, sind schon echt gut gemacht. Fühle mich wirklich langsam wie ein Vampir. Könnte es also auch Vampire Diaries nennen. Nein, im Ernst. Während ich Silvershare lausche, Diorama, frage ich mich, ob ich das mit dem Tagebuch vielleicht doch falsch verstanden habe. Across the Night fängt wieder an. Also ein Zeichen, dass ich endlich aufhören sollte mich noch für wenige Stunden dem Schlaf widmen. Gute Nacht, seltsamer Welt. Ja, okay, das war sarkastisch, wobei ich alles so meinte, wie ich schrieb. Wir sollten das jetzt eine Woche so machen und dann abgeben. Ich meine, warum muss es denn immer nach demselben Prinzip laufen? Ich kann doch schreiben, wie und was ich will, oder? Manchmal ist Schule echt verwirrend. Auf der einen Seite soll man sich entfalten, auf der anderen aber mit dem Strom schwimmen. Es kann nicht jeder so super sein und alles wissen und können. Aber meine Lehrer wollen das so. Besonders Frau Mertin. Aber bevor ich mich hier über meine Lehrer auslasse und es am Ende doch von irgendjemandem gelesen wird, sage ich erst einmal bye und bis dann, eure Maya. Tag 2. Und natürlich dieses komische Literaturprojekt. Neuer Tag, neuer Eintrag oder so. Ich glaube, ich habe das Prinzip eines Tagebuchs nach wie vor nicht verstanden. Heute haben wir in der Schule über Stolz und Vorurteil geredet. Endlich. Ich bin mir unschlüssig. Im Radio lief gerade ein tolles Lied, ob ich wohl mal auf ein Konzert gehen könnte. Ach, eigentlich würde ich mal gerne ins Kino gehen. War ich schon ewig lange nicht mehr. Na gut, es läuft auch viel Mist zur Zeit. Das letzte Mal im Kino war ich im letzten Twilight-Film. War ganz schön. Die Beziehung der Hauptfiguren scheiterte im wahren Leben. Sie ging fremd, macht man nicht, aber so drastisch zu reagieren, nein. Er hat das schon richtig gemacht, die Medien meine ich. Sie pushen und pushen. Wenn aber jemand Probleme hat, hauen sie ordentlich drauf, am besten mit einem Presslufthammer. Nun gut, geht mich nichts an, dennoch sollten die sich mal zurückhalten. Durch die Musik im Radio abgelenkt, super Song von Linkin Park lief. Danach noch eins von Pink. Da ich gerade Stolz und Vorteil in Englisch lese, ja, ich wage es, muss ich nochmal darauf zurückkommen. Oder doch eher Mansfield Park? Ja, doch, Fanny und Edmund. In der einen Verfilmung spielt Vampir Klaus mit. Super, ein Vampir in Mansfield Park. Nein, auf Mansfield Park? Wie denn nun? Na, auch egal. Auf jeden Fall ist die Vorstellung doch schön. Man kennt sich von klein an und plötzlich macht es Klick. Okay, vergessen wir mal die Tatsache, dass sie Cousin und Cousine sind. Wo ich gerade bei Vampiren bin. Ich könnte mir mal die Serie Lost anschauen. Natürlich kommen da keine Untoten vor, aber der eine spielt nun mal damit. Ich kenne sie, aber ich habe einige Folgen verpasst. Dieses Mal ist es übrigens nicht mal Zeit fürs Abendbrot. Also bin ich ziemlich früh. Was könnte ich denn noch schreiben? Wie mein Tag war? Ich stand auf, ging zur Schule, kam nach Hause und setzte mich an die Hausaufgaben. Zwischenzeitlich kamen noch andere Elemente hinzu, aber das ist im Großen und Ganzen mein Tag. Oh je, eins noch. Träume in letzter Zeit sehr seltsam. Muss am Vollmond liegen. Das war der Eintrag und jetzt schreibt Maya nochmal was. Ach ja, die Träume. Darüber habe ich nichts weiter in meinem Projekt geschrieben. Mein Lehrer soll mich ja nicht für noch seltsamer halten, als ich es bin. Aber kennt ihr das? Wenn ihr etwas träumt und glaubt, dieser Traum will euch etwas mitteilen, als wäre es eine Vorahnung? Als würde etwas passieren? So geht es mir zurzeit. Aber vorerst muss ich herausfinden, was es soll, was das alles soll. Bis bald also, eure Maya. Tag 3. Nachtrag. Ja, es ist erneut nach Mitternacht. Ich wachte durch einen Traum auf, den ich nicht verstand.
und entschied, etwas zu tanzen. Ich hatte plötzlich enorme Energie und irgendwie wollte ich sie loswerden. Sonst wäre die Nacht vorbei. Und das wusste ich. Doch bevor ich zu Green Day etwas zappelte, wollte ich was für dieses Projekt tun. Will ja selbst rausfinden, für was das eigentlich gut sein soll. Gute Nacht, seltsame Welt. Schon wieder ein eigenartiger Traum. Ich frage mich, warum Herr Traum dieses Projekt überhaupt gestartet hat. Ich meine, was bezweckt er nur damit? Will er wirklich unsere Gedanken und Innerstes erfahren? Geht das nicht zu weit? Oder glaubt er tatsächlich, wir wären einfach gestrickt und haben keine tieferen Gedanken? Bis bald, eure Maya. An dieser Stelle mache ich erstmal eine Pause. Tag 4 und so weiter. Folgen gleich. Aber ich glaube, 11 Minuten reichen erstmal. Tschüss und bis später.